Die Kristalle, die ihr jetzt hier von uns bekommen habt, sie haben die hohe Schwingung. Die Kristalle, die ihr mitgenommen habt, sind natürlich auf dem gleichen Tisch hier drinnen und nehmen dadurch auch Energie auf. Wie viel Prozent müssen die ausbringen? Ich will jetzt aber gar nicht in die Wertung gehen. Aber was sehr wohl wichtig und wesentlich ist, anhand von dieser Sangerini-Übertragungskarte könnt ihr die Kristalle, die ihr heute hier mitnehmt, hier dann auflegen auf diese Energieeingangskarte sozusagen. Und auf jeden x-beliebigen Stein, egal wie groß der ist, könnt ihr da noch hier hinaufgeben. Und bitte wichtig dazu, es gehört die Handchakren. Ich kann also noch hier so aufgegeben. Ich mache es einmal vor für euch, damit ihr euch da ein bisschen was drunter vorstellen könnt. Mein Gebet schaut jetzt so konkret aus. Ich habe hier schon die hohe Schwingung in dem Kristall drinnen und bei dem neuen Kristall mache ich Folgendes. Lieber Gott, Jeshua, Sananda, Maria, Mutter Gottes, Maria Magdalena, alle Erzengel, Metatron, Michael, Gabriel, Raphael, Zadkiel, Uriel, Samuel, ihr aufgestiegener Meister, Sascha Mein, Kutumi, Serapis B, Adama von Telos, Konfuzius, alle Schutzengel dieser Erde, alle Höhen selbst da, bitte versammelt euch und helft mir, die Energie dieses Kristalles hier entsprechend der jetzt benötigten Energie zu energetisieren, zu heilen, für die Heilung der Erde. Schwingungsanhebung erfolgt in 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 und jetzt. Danke, danke, danke. Okay, ist vielleicht jetzt ein bisschen ausführlich bei mir, das ist mein Standardsatz. Ihr könnt das natürlich ein bisschen kürzer machen, laut Sangerini. Reichen 30 Sekunden aus, aber es muss von Herzen kommen. Diese Herzverbindung mit dem Teil hier, die muss vorhanden sein und nur dann ist also wirklich die volle Energie. Es wird natürlich auch, was ein medialer Großhändler, der wird sich das nicht bei jedem einzelnen Stein antun, das müsste er 700.000 Mal wiederholen, aber wenn er offen und aufgeschlossen ist, dann kann er also auch ebenfalls einen energetisierten Kristall oder eben so eine Sangerini Energieschwingung wie hier, aber nur hier raufgeben und auf den Kristall einschwingen. Und was auch immer hier für ein Kristall noch drauf ist, von ganz klein oder einem normalen Kristall, das hier gebe ich dann ins Wasser und kann es trinken. Ich habe die hohe Schwingung. Ich habe hier auch, was ich euch jetzt hier vorführen möchte, ist die erweiterte Energieübertragung, wie man diese hochschwingende Energie, die wir jetzt hier gesehen haben, aufs Handy übertragen können. Wir haben früher gependelt, ich zeige es jetzt nur mal ganz kurz. Jedes Handy, egal wie neu, wie alt oder sonst was, hat eine gewisse Schwingung. Die Ärzte warnen schon seit Jahren davor, kleine Kinder sollten idealerweise früher 10 bis 12 Jahre überhaupt kein Handy haben. Das hat schon seinen Grund und Zweck. Mittlerweile gibt es Studien, wo man einfach sagt, wenn du 24 Stunden lang durchgehend mit Handy bestrahlt wirst, hat das eine Auswirkung auf die DNA, dass da tatsächlich gentechnisch etwas Negatives passiert, nicht von einem Tag auf den anderen, aber über mehrere Jahre. Da gibt es hunderte Studien mittlerweile schon. So, jedes Handy hier, ganz egal was für eine Marke oder sonst was, ist am Anfang, wenn ich das organisiere, hier über die Pendelkarte, frage ich, wie ist die Energie hier von diesem Pendel, von diesem Handy. Sieht man es ziemlich genau, zwischen dem Grauen und dem Blauen schwingt mit einer Bobis-Energie von 3000. Das ist meine bisherige Wahrheit oder Rückmeldung, kranke Menschen schwingen in dem Bereich. Der Idealwert oder der Durchschnittswert für Menschen selber ist 6000, er sollte aber bei 7000 bis 8000 Bobis liegen. Und Heiler, Energetiker, die also wirklich mit Quantenmatrix, Reiki, Healing und so weiter arbeiten, die sollten idealerweise auf mindestens 12.000 Bobis sozusagen raufkommen. So, und jetzt diese Sangerini-Technik, das ist mir eben gezeigt worden von einem Spezialisten in Hallein, die so ein Sangerini-Zentrum haben bei Novalis, der Herr Wolfgang Schett, und der hat mir folgende Technik gezeigt oder auch bestätigt. Ich gebe hier, ich brauche einmal eine hochschwingende Energie, das sind alle Kristalle, die wir heute sozusagen auf diesem Tisch gemeinsam mit Herzliebe energetisiert haben. Und jetzt habe ich hier in dem Eingangsfach den hohen Kristallschwingung und hier auf der Ausgabestation das Handy. Jetzt ist das Geheimnis dieser Sangerini-Übertragung so,
ich muss hier jetzt ein kurzes Gebet, aber Minimum 30 Sekunden sprechen, um die hohe Schwingung von hier mit göttlichem Willen auf dieses Handy zu überbringen. Normalerweise mache ich das leise hier fürs ganz kurz einmal vor. Man legt also die Hände genauso wie beim Segnen von Wasser hier über das Handy drauf. Und mein Gebet, mein Spruch, meine Wahrheit lautet eben so. Lieber Gott, Jeshua, Sananda, Maria, Mutter Gottes, Maria Magdalena, alle Erzengel, Metatron, Michael, Gabriel, Raphael, Zadkiel, Uriel, Samuel, alle Schutzengel dieser Erde, alle aufgestiegenen Meister, Saint-Germain, Kutumi, Serapis Bey, Adama von Telos, Konfuzius, euch alle bitte ich, helft mir mit bei der Energetisierung dieses Handy auf die höchstmögliche Schwingung, so wie es gut ist für den Besitzer, sodass keine negative Strahlung, welcher Art auch immer mehr auf den Menschen eine Auswirkung hat. Schutzanhebung erfolgt in 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Danke, danke, danke. Okay, das war's. Im Prinzip, wie gesagt, 30 Sekunden ein Gebet, das wirklich von Herzen kommt, was also ausstrahlt, ich möchte das, das ist mein fester Wille und jetzt passt's auf. Ich bin schon sehr gespannt. Kann von euch irgendjemand pendeln, Herrinnen? Ja, aber nicht mit der Bubis-Kapelle. Okay, gut, ja, wie auch immer. Also, wie ist jetzt bitte hier diese Energie, dieses Handy? Wenn man an sowas glaubt, dass es sowas gibt wie Schwingungen, wie Frequenzen, wie positive Energieübertragung, kann man jetzt dann hier also wahrnehmen, dass die Schwingung, die Frequenz dieses Handy bezogen auf den Menschen von Abstrahlung her von vorher 3000 kranke Menschen auf jetzt nachher 12.000 fast beginnende, also optimal Bio-Gerät, wenn man es einmal so sagt, auf 12.000 Bubis raufgegangen ist. Wunderbar, ganz toll. Und das bitte könnt ihr ab heute alle selber machen. Ihr braucht es nicht, die Bubis-Pendel. Ihr müsst es einfach nur mal wissen, dass es sowas gibt. Ihr habt die Kristalle, ihr habt von mir die Energieübertragungskarte bekommen und ihr könnt das jetzt mit nach Hause nehmen und weiter sagen. Das ist der Hintergrundgedanke. San Giovanni soll sozusagen kostenlos weitergegeben werden. Diese Energie ist dazu gedacht, dass sie um die ganze Welt geht. Und im Normalfall läuft es mit San Giovanni-Technik eigentlich so ab, dass wenn ich irgendein Gebrechen habe, ein Problem oder sonst was, gibt es also komplette Tabellen, ganze Seiten A4 in Englisch, Deutsch und so weiter mit vor der Seite 150 Problemen, Augenschmerz, Ohren, Nasen, Nieren, Dickdarm oder was auch sonst immer. Und dazu gibt es ein Symbol, das ist ein Kreis mit verschiedenen Stricheln drauf und der ist energetisiert, genau auf das Problem. Und der Grundgedanke dahinter San Giovanni-Technik ist das, es soll so sein, so watschen einfach, dass man nur schauen muss, was tut mir weh. Habe ich Bauchweh, suche ich unter B nach, wo ist B und sehe hier zum Beispiel Hausnummer, das ist C23. Dann schaue ich hinten, Spalte C, Code 23, sehe hier sozusagen ein Teil drauf und auf das lege ich nachher hier nichts anderes als genau hier auf diesen Code das Glas Wasser und mache wiederum genau hier diese 30 Sekunden Energieanhebung und dieses Wasser trinke ich dann. Das ist die neue Energie, die neue Medizin und das bitte gibt es seit mittlerweile, ich glaube, 8 oder 10 Jahren, nagelt es mir nicht fest, aber ich kenne es erst seit ungefähr 2 Monaten und ich bin hellauf begeistert. Und deswegen gebe ich diese Energie gern weiter und ich hoffe, es war spannend und interessant für euch. Danke. Ich danke euch. Danke. Prost.